Vorzeichen für einen Sieg heute für Tramezzanis FC Sion allerdings alles andere als vielversprechend. Die Weiß-Roten in dieser Saison zu Hause nämlich noch ohne Sieg. 2 Unentschieden, 1 Niederlage, das die ernüchternde Bilanz. Gespannte Erwartungshaltung also im Tourbillon und die Fans sehen schon nach 7 Minuten diese Szene mit Cunha. Schneuli kommt gegen Manier einen Schritt zu spät. Lausanne mit 5 verletzungsbedingten Wechseln komplett in die eigene Spielhälfte zurückgezogen, die Räume für Sion also eng. Dennoch erarbeitet sich wieder Cunha hier eine Lücke und holt in der 15. Minute den ersten Eckball heraus. Diesen tritt Legnani. Ricardo mit der vermeintlichen Führung. Der Treffer wird nicht gegeben, Schiedsrichter Sandro Scherer will hier ein Offensivfoul gesehen haben. Sions Mboyo mit der 9 im Zweikampf gegen Marin, ein harter Entscheid. Von Lausanne weiter nichts zu sehen, es spielt nur der FC Sion. Aber die ganz großen Chancen fehlen. Wir sind bereits in der 40. Minute. Schneuli versucht es spektakulär, muss aber weiter auf seinen 4. Saisontreffer warten. Die Leistung des Teams von Paolo Tramezzani in der ersten Halbzeit stimmt, nur das Resultat lässt Wünsche offen. Auch in Halbzeit 2 Einbahnfußball in Richtung Lausanne-Tor. Der starke Kasami auf Mboyo. Das Warten auf die Führung geht weiter. Der nächste Anlauf. Cunha. Cunha und der macht es. Endlich in der 54. Minute die Erlösung. Für den FC Sion und natürlich für Paolo Tramezzani. Das 1:0 durch den 18-jährigen Brasilianer. Wunderschön und sowas von verdient. Nach dem Rückstand muss Lausanne natürlich reagieren und tut das. Fehler Sverotic und die Riesenchance für Torres in der 56. Minute. Unverständlich, dass Sion nach der Führung einen Gang zurückschaltet. Nur so ist Bamerts Aussetzer zu erklären. Campo holt sich den Ball, sieht Torres, Dominguez und der mit dem 1:1. Kollektiver Schock im Tourbillon. Der Ausgleich in der 78. Minute. Mitruschkin kann den Kopfball von Torres parieren. Gegen Dominguez ist er dann aber chancenlos. Gut 10 Minuten hat Tramezzani Sion Zeit, das Spiel wieder zu drehen. Ucan, kurz vorher eingewechselt, verpasst die erneute Führung in der 86. Minute. Es ist eine spektakuläre Schlussphase, denn auch Lausanne hat die Möglichkeit, hier 3 Punkte zu holen. Maslami in der 88. Minute, Mitruschkin rettet in Extremis. Sion wirft alles nach vorne. Mit Cunha. Mboyo mit der letzten Chance, aber es bleibt beim 1:1. Die Walliser können auch das 4. Heimspiel der Saison nicht gewinnen. Und damit wird die Luft für Paolo Tramezzani im Wallis noch dünner, als sie es eh schon war.